Hold for a moment, soldier. Before you head up to the trial facility, make a note of this key code, 78324. Get a hold of an anonymous tryop rep who's willing to help out. Look for auxiliary storage 4 once you get inside. It should help you along your way. Ich muss, weil ich es vergessen hab. Danke, Bodo, um Bescheid zu sagen. Lohnt es sich denn, ist die Frage. Altex, denke ich. Schon was, du bist gut 6 und ich habe schäbig 3. Ohne Mods. Das dürfte dann deutlich willkommen an Bord sein. Wow. Meine Sprache ist wirklich momentan ziemlich unter aller Sau. Aber erstmal ein Plönk. Genau, dankeschön. Rüstung. Ich werde, glaube ich, nicht auf Stärke 6 kommen. Das ist nicht in nächster Zeit. Da oben liegt noch eine Strahlungsspritze, habe ich gesehen. Kann sich verstecken, so die Shots. Ich habe selber eine auf 7. Speaking of which, ich sollte vielleicht endlich mal die Shotgun benutzen können. Wunderbar. Und das ist ein uraltes Model. Das finde ich gerade sehr interessant. Hi. Das sieht nicht aktuell aus. Obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, alles richtig installiert zu haben. Da werde ich mich dann später drum kümmern. Bis dann kann man hoffentlich mit diesen alten, verpixelten und niedrig polymeren was? Low Poly halt. Deren Arbeiten. Dieser Moment, in dem man Englisch denkt und Deutsch spricht. Es ist grauenvoll. Das kommt mir in letzter Zeit immer häufiger vor. Mein Fleisch heißt ich nicht willkommen, nein. Interessant, dass er mich nicht getroffen hat. Sollte ich vielleicht hier auch mal über die Taktik anwenden, einfach den Gegner in Grund und Boden springen. Wenn man an Videos sieht, weiß, was ich meine. So Project Ape zum Beispiel oder Sanctum. Gut, hier war sonst nichts, also speichere ich nochmal. Einfach mal da drüber, denn ist jetzt objektiv alles besser. Und ich hätte mich vorher nochmal heilen sollen, aber ich glaube, ich hatte eh keinen Schaden, als ich da war. So, Speedrun. Ging es hier raus? Ging es nicht, okay. Ich kenne mich hier aus. Ich war schon mal. Security to Deck B. Unscheduled shuttle landing detected. Use of lethal force authorized. Intruder, stay where you are. Da unten war ja nichts außer Heilungsdrüsen und davon hat er selbst noch 2, das reicht mir. Ja, ich habe auch schon gehört und deswegen bin ich mir jetzt sicher. Anders als bei der Sache letztens und ich hing fest, das ist auch immer herrlich. Hier ist auch alles verstellt. Okay. So, viel dann dazu. Danke für das Saumodul. Da sind 2 von euch. Eieiei. Hallo. Was für ein Treffen? Nö, nicht wirklich. Ach, wobei. Danke, dass Sie Valorant benutzt haben. Eine Hypo kann nicht schaden. Die alle Menschen gerne 10 von allem. 10 Finger. 10 Zehen. 10 Euro. Oder so in der Richtung. Man merkt, Smalltalk ist wirklich nicht meine Stärke. So, hier kam ich nicht durch. Und hier ist ein Raketenwerfer. Was, Raketenwerfer? Jo, was? Ist es sogar immer noch. Das habe ich gerade wissenschaftlich herausgefunden. Großartig, großartig, einfach großartig. Wieder Hypos verschwenden. Juhu! So, ich glaube, da lag immer ein Lock zwischen, aber. Look, I may not make it much longer. Get up and deck.
Ja, ja, Moment, Moment, ich höre dich auch. So, jetzt gleich. Ja. Ah, egal, hat's gesehen. Unprofessionell. Zack. Das weitaus weniger gut als erwartet. Und warum kriege ich eine Fusionskanone hier? Weiß nicht, habe ich einfach sämtliche Zeitmodule übersehen oder trollt das Spiel mich wirklich nur? Security System offline. So. Gut, jetzt dürften wir in den Raketenwerfer kommen, ohne ihn bekämpfen zu müssen. Ja, ich spare die nur natürlich für bessere Zeiten. Als wir dann mit dieser Mission vorbei ist, kann ich mir eine Statue draus gießen oder sowas in der Richtung. Hallo Mädel. Da liegst du gut. Eigentlich nicht. Das nehme ich gerne und dich trinke ich aus. Einfach für den Platz. Dass mir nicht alles aus dem Gesicht fällt, mein Modul den Geist aufgibt. Mehr Leben ist mein Leben ist mein Leben und es schadet mir auch nichts. Ich habe ja noch genug Einfluss, da brauche ich nicht. Ich Ewigkeiten an das größte Ding zu klammern. Wirklich zwei Batterien, ein Reparaturtool. Naja, gut, ich meine, es ist halbwegs einfach jetzt. Ich muss kaputt machen, dankeschön. So. Vandalismus. Irgendwie muss ich meinem Zorn ja wohl Ausdruck verschaffen. Ich hab ich gesehen. Lass ihn doch sterben. Danke. Das waren zwei Antitoxin-Hypos, aber naja, gut. Kann ich dich schon erforschen? Ich brauche Iridium. Komm, ich mache ja eh nichts. Vielleicht finde ich ja noch was. Auch wenn ich stark das Verfassen, dass irgendwas bringen wird. Ach, dann ist das zu zweit. Das finde ich nicht fair. Haben wir sonst noch was Schaden? Nein, gut. Mit Wolf-Organ hatten wir schon. Da ist irgendwo irgendwas. Dich hätte ich gerne vernichtet. Das ist schön. Und warum fährst du aus? Hecken 4, ich denke nicht. Hier ist nichts von Interesse. Ich kann nicht auswählen. Das ist mir neu. Warum kann ich dich auswählen? Das ist sehr seltsam. Stating the obvious. Heidrüse. Ja, gut, warum nicht? Dich nehme ich allerdings nicht mit. So viele Anliegen schwärmen werde ich, glaube ich. Biophysik, okay. Nicht begegnen. Tschüss. Das ist immer gut, das ist noch viel besser. Habt ich schon. Ja, ich hatte noch ein Medipack. Ah, gut. Stacked also sogar. Gut, Crewquartier Zugriff. Das ist immer schön. Also dann. So, war ich hier überall? Ich möchte vielleicht das nochmal erneuern. Nein. Tempting. Security System offline. Okay. Risiko, aber es hat sich ja gelohnt. So, da ist Science. Da sind Chemikalien. Moment. Chemikalien möchte ich. Ich möchte Iridium. Natürlich Chemikalien, du bist keine Chemikalien.
verwenden. So, Lock, hallo Lock. Hey Doc, I don't feel very good after these last experiments. Radiation hypos don't seem to help anymore. I'm getting these strange thoughts and voices in my head. Can I please have a few days off and rest up before we continue on the project? Junge, ich glaube nicht, dass die Anti-Strahlung des Cybos da überhaupt jemals geholfen haben. Ah, Moment. Wofür habe ich das Ding? Kann ich dich schon hacken? Kann ich sogar. Sieh mal nach. Nein, nein und gerne, gerne. Strahlungsgefahr. Meine Karte. Ja, ich kümmere mich drum, Meine Strahlungshypos sind super. Gut. Die Hypo nehmen lohnt sich jetzt eigentlich nicht wirklich. Wo rennst du hin? Nur das Mega Diamond. Du hast im Chemikalienraum? Chemikalienraum. So, Iridium hätte ich gerne. Haben wir Iridium? Wir haben Iridium zweimal, okay. Schlecht sortiert, da ist Iridium. Das Licht ist seltsam. Ziemlich seltsam. Ja, ach, was soll's. Wahrscheinlich irgendein kleiner Fehler in der Fan-Mission halt. Du lebst? Nein, bist tot. Okay. Darüber meckere ich nicht. Ich hab nicht vor... Endurboost. Bist voll, ne? Ja. Ja, Gott sei Dank, warum nicht? Und da kam ich raus. Das ist super. Das heißt, den Bereich habe ich damit wahrscheinlich abgehakt. Nach Klängen, wenn mich jemand anschreibt. Menschen gehen einem nur auf die Nerven. Security System offline. Da war ich schon. Spende viel Nanometer auf Hacken, ja, aber UBR ist es mir wert. Und das ist es mir auch wert. So war der Schlüssel, da war der Schlüssel. Gut. Es fällt mir an, dass ich eigentlich schon mal speichern sollte. Wundervoll. Also hier war ja sonst nichts von Interesse, genau. Okay. Es ist schon wieder so ein ziemliches Labyrinth hier, so. Nein, ich möchte nicht so Science, da komme ich gerade her. Das ist ein Lock. Locks sind gut, in der Regel. Hier geht's weiter, hier möchte ich noch nicht hin. Dining Hall. Da kam ich gerade her. Medical war ich, Science war ich, glaube ich, auch. Ja. So, da wo gingen die Wächter hin und. Lag die doch da eben auch schon. If you're sane enough to understand this. I don't mind you taking advantage of it. I stashed some high-powered weapons behind a hatch near the payphone by the crew area. I've hacked the phone so that you can punch in code 28855 to get at the firearms. Good luck, whoever you are, and enjoy the power while it lasts. Das tue ich gerne. Okay. Andersrum? Ja, also. Gut, ich wollte mich schon wundern, was das Telefon da veranstaltet. Uiuiuiui. So viele schöne Sachen, die ich nicht verwenden kann. Das Spiel trollt einen wirklich dezent.
ziemlich definitiv. So, Prismen will ich nicht. Die kann ich nicht verwenden, die kann ich nicht verwenden, weil ich beides nicht auf 6 habe und wahrscheinlich nicht auf 6 bekommen werde. Okay. Trotzdem interessieren mich diese Antigraf-Schächte. Hallihallo. Na, was denn, soll ich mich mal heilen gehen? 40%? Jo, kann man machen. Hexoflask ist gut. Brombus ein volles, nehme ich auch gerne. Objekte fallen gelassen. Huch. Warte, was? 3,4 Minuten pro Stunde? Oder minimal? Verwirrend. So, wie viele Modular habe ich? 15. Kann ich mir dafür irgendwas leisten? Ja, Stärke 4. Die Frage ist, bringt mir Stärke 4 irgendwas? Mehr Inventarplatz, nehme ich an. Security System online. Ja, ich denke, Stärke 4 ist ganz interessant. Insbesondere, da ich ja ziemlich range-lastig spiele. Okay. Das heißt, ich darf jetzt irgendwie an diesem Turret vorbei. Oder auch nicht. Hier ging es da rein und da rein. Und wenn ich mich richtig erinnere, war da hier die Kurve R? Nein, ich erinnere mich falsch, die ist da vorne. Hoffe ich doch mal, ja. Und noch einmal hacken, denn das mache ich ja so gerne. Security System offline. Ja, machen viel zu viel Schaden. Aber das nur so am Rande. Noch eine. Wo? So. Soldier, I'm gonna try and stay in touch. But it might be a little bit tough after this. Soldier, I'm gonna try and stay in touch. But it might be a little bit tough after this. Just keep moving along. Like I said before, I need you to come up here on deck C. Meet me on the bridge. Maybe be able to put our heads together and take a way out of this. Sir, Sie sind befallen. Ich werde Sie umbringen müssen, wahrscheinlich. Ich bin manchmal ziemlich sicher. Den Lift möchte ich noch nicht verwenden. Nein, denn wir haben ja Zeit. Es ist ja nicht so, als würde hier irgendwas von uns abhängen, nicht wahr? Schöne bunte Lichter. Gefällt mir. Leuten zu privaten Sachen rumwühlen. Mein Lieblingszeitvertreib. Warum auch immer hier ein Leichensack drauf liegt, aber okay. Da ist wieder eben beim Schlafen geplatzt. Das ist besonders liebenswürdig. Da war nichts drin, ne? Nö. Hier irgendwas Prismen brauche ich nicht, danke trotzdem. Eine Lok. Da oben war nichts. Okay, was sagt mir denn die Lok? Hey Tom, the strangest thing happened to me today. I just needed to get it off my chest. I was studying in the barracks all afternoon, and then I laid down to take a nap, and when I did, I had this insane dream. Everything was dark, but I could hear people laughing and talking, like at a party that gave me this sinister feeling. What worries me more, though, is that I woke up because I heard someone moving tables and beds around in the other dorm down hall. So I went to see who was there, and Tom, nobody was there. I checked the other rooms, and they were empty too. What's going on? Du wirst paranoid. Was ist für eine Masse befallen? The fuck macht an. Okay. Das ist unerwartet.
Wie auch immer. Latrinen. Latrinen sind gut. Sogar doppelstöckige Latrinen. Haha. Sehr luxuriös. Aber scheint alles leer zu sein. Hier oben liegt auch nichts drauf, nehme ich an. Nö. Und da auch nichts. Ziemlich leere Latrinen. Beziehungsweise... Ja doch, hier ist noch Duschen. Das HD. Interessant. Oh. Good day, Sir. Makaber? Nein. Sollte dieser Stuhl da schweben? Ich ignoriere es einfach mal. Das muss ich auch an meine eigenen. Hi. Security System online. Nein, mich nicht so an, verdammt. Ich krieg gleich für nie seinen Fall. Ich merk's doch schon. Mittlere Rüstung. Krieg ich die? Angezogen? Krieg ich sogar. Ah, super. What the f... Okay. Die Masse hat anscheinend Poltergeister bekommen. Jetzt wird es gruselig. Aber ziemlich arg. Böse Güte. Fast schon innovativ hier. Sagen wir sehr innovativ. Och nö. Och nö. Ich bin wieder ein Rumbler. Ich hab jetzt nicht mal einen Shot. Es war noch Antipersonen, meine ich. Also Antibio, so gesehen. Andere Richtung. Na. Voll Kanten hier. Das dürfte etwas länger dauern. Wie viele Planeten habe ich? Ja, das reicht. 14 Mal sterben, beziehungsweise 15 Mal. Ist schon im Rahmen, aber ich sollte mich wirklich um diese Kante kümmern. Ja, lass mich in Ruhe. Kaputt, ja, wahrscheinlich. Ach, Leute, wirklich. Leave Britney alone. Ah. Erstmal schauen, ob es überhaupt wert ist, hier oben rumzulaufen. Antitoxin ist immer gut, Blood Cures, ja, nö. Oh. Mehr Fu. Ich nehme einfach mal an, dass es nicht. Aber da die jetzt alle da oben sind, finde ich es interessant, dass die Kurve eher weiß leuchtet statt rot. Das ist mal ein ganz neuer Take. Das so gewollt ist, weiß ich nicht. So. Ja, ich bin es mir wert. Security System offline. Definitiv.
Ich ignoriere ich. Oh Gott. Ich fliehe, ja, da hast du ausnahmsweise mal recht. Böser. Die Upgrades, möchte ich davon irgendwas? So, Knie ist natürlich immer gut. Ich habe nur 4 Module. Ja, ich pack Stärke später hoch, von daher. Was ist durch Serum? Ja. Die Karte ist ja immer. Ja, da ist ein Iridium. Na komm, Tempo. Warum nicht? Tempo ist immer angenehm. Hätte ich vielleicht mein Mini-Stärke da finden sollen. Ach, egal. Hör's doch. Kommt doch wieder was. Siehst mich nicht. Gefälligst. Andererseits, was soll's? Ich kann mich doch hoffentlich erst nochmal die vorbeischleichen. Oder auch nicht. Hi. Okay, der kommt gar nicht erst. Das soll mir durchaus recht sein. Ich möchte gerne hier hoch. Faktisches Ausnutzen der Gegebenheiten. So. Nein. Böse. Böse ist mir los. Aus. Ich hätte gerne diese Munition. Danke. Kriege ich noch ein Pyroknebel hin? Ah, ich hab. Kauf. Verwirrung. Gut. Aber ich denke, das dürfte da oben alles gewesen sein. Und ich denke, das dürfte auch das Ende dieser Folge sein. Wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder, wenn ich tatsächlich weitermache. Bis dahin, ciao.